Henkel. Wer da nur an Waschmittel denkt, denkt viel zu kurz. Was dieses Unternehmen mit weltweit 50.000 Mitarbeitern in 125 Ländern alles produziert, ist kaum zu überblicken. Neben Wasch- und Spülmitteln, jedes Land hat da übrigens seine eigenen Duftvorlieben, stellt Henkel Haarfärbemittel und Kosmetika her. Außerdem Klebstoffe, Anwendung im Büro, auf dem Bau und in vielen Autos. 13 Kilo Henkel-Klebemittel werden pro Wagen verarbeitet. Sie halten unter anderem die Front- und Heckscheibe. Außerdem jede Menge Dämmstoff und Unterbodenschutz, made by Henkel. Wer so in Zukunft an der Spitze mitmischen will, braucht eine effektive innerbetriebliche Fortbildung. Doch sie soll auch erfolgsorientiert, also die Fortschritte im Produktions- und Absatzprozess müssen messbar sein. Baustein 1, Verhandlungstraining in verschiedenen Rollen. Im Bereich Verhandlungsführung hat man natürlich sämtliche Rollen, die hier im Unternehmen vorkommen. Da gibt es natürlich den Vorstand, da gibt es die Mitarbeiter in der Produktion, da gibt es den Betriebsrat, da gibt es die Vorgesetzten in den einzelnen Abteilungen oder eben auch der Meister der Produktion zum Beispiel. Und hier übt man dann letzten Endes die Argumente auszutauschen und seine Statements dann auch den anderen rüberzubringen, sodass man überzeugt. Und Hierarchie spielt beim Training eine untergeordnete Rolle. Letzten Endes lernt man hier, sich weiterzuentwickeln. Und das hat, glaube ich, erstmal keinen Bezug zur Hierarchie. Je nachdem, wie man sich weiterentwickelt, kommt dann das Thema des hierarchischen Aufstiegs automatisch. Egal, ob man in der Produktion arbeitet oder ob man im Bereich der Verwaltung tätig ist. Trainer und Vorgesetzte beraten sich vor Beginn der Weiterbildungsmaßnahme. Die gewonnenen Erfahrungen fließen direkt in das computergestützte Fortbildungsprogramm. Wenn ein Wertzuwachs für den Mitarbeiter da ist, dann ist der Wertzuwachs auch fürs Unternehmen und umgekehrt. Wichtig ist, dass wir vom Unternehmen hinterher auch den Wertzuwachs insgesamt erkennen können und damit profitiert automatisch jeder Mitarbeiter. In den Labors von Henkel wird übrigens auch an neuen Beschichtungsmöglichkeiten mit der Nanotechnik geforscht. Modernste Verfahren und modernste Fortbildung. Dass die Fortbildung nicht vorm Werkstor der Zentrale in Düsseldorf endet, ist selbstverständlich. Sie wird bereits in einigen anderen Henkel-Produktionsstätten im Ausland praktiziert. Und so schickt das Weltunternehmen nicht nur seine Artikel und Mitarbeiter in die Ferne, sondern auch das Know-how, wie man es noch besser macht.